Meine Damen und Herren, wir machen weiter im Programm. Letzter Vortrag vor der Mittagspause. Sehr, sehr spannendes Thema, weil jetzt schauen wir in den Bereich Forschung und Entwicklung, was für aus meiner Sicht immer wahnsinnig wichtig ist, sich auf einem Branchentreff, wo es um Schleiftechnik geht, auch immer mit den Zukunftsthemen zu beschäftigen. Wir begrüßen auf der Bühne Thomas Geschwind vom Institut für Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen, IFW, im Produktionstechnischen Zentrum der Leipzig-Universität von Hannover. Und er zeigt uns im nächsten Vortrag Analysemethoden in der Schleifwerkzeugherstellung. Thomas, ich bin sehr gespannt. Zeig uns mal bitte, was relevant in dem Thema ist. Und ich freue mich jetzt schon auf deine Ausführungen. Thomas, bitte. Vielen Dank. Ja, damit möchte ich Sie auch nochmal zu meinem Vortrag begrüßen. Analysemethoden in der Schleifwerkzeugherstellung. Wir am Standort Garbsen von der Universität Hannover forschen jetzt mit einem kleinen Forscherteam von derzeit 6 Mitarbeitern schon seit Jahren an der Herstellung von Schleifwerkzeugen und haben auch darüber viele Analysenmethoden eben entwickelt oder eben für die Schleifwerkzeugherstellung qualifiziert. Ich möchte aber erst einmal für diejenigen, die sich im Thema nicht so ganz auskennen, kurz die Prozesskette zur Herstellung von Schleifscheiben vorstellen. Wir fangen an mit den Rohstoffen, die dann im nächsten Schritt gemischt werden. Wir gehen jetzt gerade die obere Kette entlang, formen das Ganze ein. Bei unserem Institut nutzen wir gerne Formen, sintern das Ganze zu einem festen Schleifkörper, konditionieren das. Das ist ein Teil, den wir zu der Herstellung dazu zählen, weil Schleifscheiben grundsätzlich eben konditioniert zum Kunden geliefert werden und haben dann am Ende das fertige Werkzeug. Damit wir eben jetzt Analysen durchführen können und das Ganze eben auch in einem vertretbaren Aufwand, haben wir zusätzlich eben noch die Prozesskette, die unten entlang geht mit Analogieprobekörpern. Dann stellen wir keine Schleifscheibe im 1:1-Format her, sondern wir machen kleine Probekörper. Man sieht das hier auf dem vorletzten Bild, den wir eben im gleichen Prozess mit den gleichen Prozessstellgrößen und Kenndaten eben herstellen und dann über die Charakterisierung eben die Schleifbeläge so ein bisschen charakterisieren. Wie deutet sich das Ganze jetzt an? Wir haben in der Mitte haben wir den Schleifbelag, bestehend aus Schleifkörnern, der Bindung, die die Schleifkörner festhalten und eventuelle Poren. Wir sagen, dass dieser Schleifbelag ganz bestimmte Eigenschaften hat, mechanisch oder thermisch, und diese Eigenschaften eben das Einsatzverhalten der Scheiben stark beeinflussen. Wenn wir uns jetzt dann anschauen, wie dieser Schleifbelag zusammengesetzt ist und was da alles für einzelne Eigenschaften nochmal zu den einzelnen Komponenten sind, dann habe ich hier nochmal einen kleinen Überblick mitgebracht, in dem wir halt sehen, okay, die einzelnen Komponenten an sich dieses Schleifbelags besitzen nochmal eigene Eigenschaften, und das macht das ganze Themengebiet so komplex. Ich möchte jetzt auch tatsächlich mal da reingehen, um Ihnen einen Einblick zu geben, wie diese einzelnen Eigenschaften gemessen werden können. Fangen wir mit der Bindung an, und die Bindung, die hat die Aufgabe, die Körner festzuhalten, und hat damit einen sehr starken mechanischen Einfluss auf den Belag und damit auf das Einsatzverhalten. Die gesinterten Proben, ich hatte eben vorgestellt, wie sie hergestellt werden, die werden bei uns über die Biegebruchspannung eben im Dreipunkt-Biegeversuch gebrochen, und das ist jetzt nur die Grundlage, damit Sie verstehen, wofür das Ganze gemacht wird und wie das Ganze dann aussieht, und wir sehen unten links eben die getesteten Proben, die eine ganz bestimmte Bruchfläche aufweisen. Die Bindung selber besteht aus Partikeln, die eben durch das Mischen dann gemischt werden und dann im Sinterprozess verdichtet werden. Die Partikel selbst, wir sehen das jetzt links mal in diesen Aufnahmen, können verschiedene Geometrien besitzen. Das kommt dann aus der Herstellmethode. Es gibt einmal die spratzigen und einmal die sphärischen. Und wenn wir jetzt mal uns den Graphen anschauen, dann sehen wir in Rot, dass die Biegebruchspannung eben bei gleichem Mischungsverhältnis, 80-20 ist jetzt eine Bronze, bestehend aus 80% Kupfer und 20% Zinn, eben im spratzigen und im sphärischen unterschiedliche Biegebruchspannungen aufweist. Und das Gleiche in Blau jetzt für die Härte. Wir nutzen hier die Vickers-Härte und können dann eben auch feststellen, wie die Härte der Bindung ist. Härte ist halt eine Eigenschaft auch gegen die Abrasion der Schleifscheibe im Einsatz. Genau. Interessant zu sehen ist zum Beispiel, dass die sphärischen Partikel etwas geringere Werte aufweisen. Und gerade mit den Zukunftstechnologien des 3D-Drucks, Pulverbettverfahren, sind diese sphärischen Partikel eigentlich viel interessanter als die spratzigen. Haben aber im Endeffekt dann in den Biegebruchspannungen zeigen andere Werte. Schauen wir uns jetzt einmal vom linken zum rechten Diagramm
den Unterschied an, dann sehen wir, dass es das Mischungsverhältnis, das heißt, es ist nicht 20% Zinn in dem Kupfer gelöst, sondern nur 10%, und schon variieren die Eigenschaften sehr deutlich. Die Bigobo-Spannung geht rauf, die Härte geht runter, also insgesamt ist die Eigenschaft der Bindung doch deutlich weicher. Und so haben wir schon mal zwei Eigenschaften identifiziert, die eben einen sehr starken Einfluss haben, dann später auch auf das Eintrittsverhalten. Was wir weitermachen, wir sehen jetzt hier einfach mal 80-20 und 60-40 Bronze, also das folgt dem gleichen Muster. Und das Ganze jetzt in einem Schliffbild, das sind also geschliffene Proben, die dann nochmal angeätzt worden sind, deswegen diese verschiedenen Farben. Und wir sehen oben vorligierte Pulver, das heißt, die Partikel, die zum Sintern verwendet werden, sind vorher schon aus der Mischung 80-20 Bronze dann hergestellt, während beim Vorgemischten die einzelnen Elemente Kupfer und Zinn eben zusammengefügt werden und dann durch den Sinterprozess eben zu Bronze werden. Wenn wir uns jetzt hier nochmal die Härte anschauen, dann sehen wir halt eben, dass es einen deutlichen Unterschied gibt, beziehungsweise es gibt keinen Unterschied zwischen dem vorlegierten und dem vorgemischten Pulver. Sie sind im Mittel ungefähr in der gleichen Höhe, jedoch ist die Differenz zwischen denen, also wie das Ganze streut, also wie, um welchen Wert das Ganze streut, ist deutlich unterschiedlicher. Man würde das jetzt auch in den Bildern erkennen, dass bei dem Vorlegierten es gleichmäßiger verteilt ist und dass bei dem Vorgemischten deutlich größere Flächen deutlich unterschiedliche Farben haben. Ja. Genau. Gleichzeitig haben wir auch die Möglichkeit, die Phasen zu analysieren, die sich eben durch die Sinterbehandlung dann entsprechend ergeben. Wenn wir uns jetzt mal das Phasendiagramm anschauen, dann sehen wir auf der X-Achse den steigenden Zinngehalt und dann auf der Y-Achse die Temperatur. Wir arbeiten grundsätzlich bei Temperaturen für das Sintern, dass wir schon in diese Phase hineinkommen. Das heißt, diese Bronze wandelt sich in eine Phase um und durch das relativ schnelle Abkühlen, was wir mit unserer Sinterpresse erreichen können, bleiben diese Phasen dann auch im Endeffekt stabil da. Würden wir das Ganze jetzt mit einer Röntgendiffraktomie messen, dann können wir feststellen, man sieht das hier an diesen kleinen Punkten, Viereck, Kreis und Dreieck, dass sich entsprechend verschiedene Phasen dieser Bindung ausgebildet haben. Und diese Phasen auch wieder verschiedene Eigenschaften haben und damit eben, das ist das Ganze, was man immer wieder zurückdenken muss, sich auf das Einsatzverhalten von solchen Schleifscheiben auswirken kann. Um das mal nochmal auf die Biegebuchspannung, die wir gerne messen, schon in dem, noch im Belag selber, sehen wir jetzt zum Beispiel allein, dass bei 10% Zinn noch die sehr duktiles Verhalten ist, dass selbst bei einer sehr starken Verformung es nicht zu einem Bruch kommt oder zu einem Riss auf der Unterseite. Wenn ich aber mehr und mehr von dem Zinn reinkippe, das ganze Material, das ist im Endeffekt das Gleiche, es ist immer noch Kupfer mit Zinn, dann eben sehr spröde wird und nicht nur bricht, sondern teilweise auch an mehreren Stellen auseinanderbricht. Genau. Das war jetzt rein die Bindung, die wir uns betrachten. Wir haben natürlich bei uns in diesen hochharten Schleifscheiben doch zusätzliche Schleifkörner drin. Das könnten Diamantkörner sein oder CBN. Und die weisen natürlich auch wieder eine Korngeometrie auf, die sich verändern kann. Die können also recht rund sein oder recht spitz, blockig oder splittrig, wie wir sie nennen. Und die haben auch verschiedene Größen und vor allem ist die Größe auch noch verteilt. Und wenn wir jetzt mal auf das Schliffbild schauen, dann haben wir halt die Möglichkeit zu sehen, wie ist das Diamant im Schliff, wie sieht das Korn im Schliff aus, wenn es in der Bindung liegt. Und im unteren Bereich sehen wir mal grob, wie ist das in der Bindung verteilt. Also wo liegen die Körner dann tatsächlich vor? Die Diamantkörner, damit sie besser in der Bindung sitzen, können auch mit einer Beschichtung belegt sein. Und genau diese Beschichtung ist nur sehr, sehr dünn und liegt nur am Außenkorn an, kann aber mit einer Rahmanmessung entsprechend nachgewiesen werden. Wenn wir uns das Diagramm oben links anschauen, dann sehen wir in dieser Messung den eindeutigen Peak, der entsteht durch das Diamant, den wir da messen. Wenn wir jetzt auf der rechten Seite sehen, oben rechts, dann können wir erkennen, okay, es gibt nicht nur den Peak für Diamant, sondern eben ganz rechts auch diesen kleinen Peak für Nickel. Das heißt, es ist jetzt eindeutig, dass es ein Nickel oder das Nickel als Beschichtung am Diamanten vorliegt. Und es ist schon zum Teil zur Graphitisierung gekommen. Das heißt, der Diamant, der aus Kohlenstoff entsteht, ist durch die Behandlung entsprechend weicher geworden und in den Zustand von Graphit übergegangen. Und unten rechts ist einmal Diamant kommt mit Titan.
wo man dann diesen Peak von Titan ganz am Anfang sieht, beziehungsweise unten rechts dann nochmal Nickel und Titan als Mischbeschichtung in diesen Diamanten. Warum ist die Anbindung so wichtig? Die Bindung hält das Korn so lange fest, bis dass die Kraft zu groß wird und gibt das Korn frei. Das ist auch, was wir eigentlich wollen. Es kann aber auch durchaus sein, dass es viel zu früh freigegeben wird und dadurch die Schleifscheibe zu schnell verschleißt. Wenn wir uns jetzt mal einfach anschauen, wie ein Korn in der Bindung sitzt, dann haben wir oben einfach eine Kupfermatrix, in dem ein Diamantkorn sitzt. Und wir sehen, dass es einen, ich sage jetzt mal, Luftspalt zwischen Bindung und zwischen Korn gibt. Das ist einfach so, weil diese beiden Materialien nicht miteinander reagieren möchten. Kippe ich aber Chrom mit in die Mischung rein, dann passiert es, dass das Chrom mit dem Diagramm reagiert, aber eben auch mit dem Kupfer und es damit eine stoffschlüssige Anbindung zwischen Diamant und Bindung gibt. Und damit sitzt der Diamant deutlich fester in der Bindung. Und das Gleiche konnten wir eben auch mit Titan nachweisen. Wenn wir jetzt uns eine solche Bruchfläche mal anschauen mit einem mit einer Röntgendiffraktometrie, Röntgenspektroskopie, dann sehen wir eben jetzt mal eine Falschfarbendarstellung in Rot, Kohlenstoff, Diamant, können wir eindeutig nachweisen, in Lila dann den Kupfer, das ist die Matrix, die auch tatsächlich als Bindung vorhanden ist, und in Grün eben Chromkarbid, das heißt Chrom, was als Reinstoff in die Mischung beigegeben worden ist, hat mit dem Kohlenstoff reagiert und ist zu Chromkarbid geworden und liegt zum einen am Diamant an, aber zum anderen eben auch an der Bindung und hat damit die Festigkeit erhöht. Ja, wie kann man sowas jetzt, ich sage jetzt mal, nachweisen, dass wir insgesamt eine bessere Anbindung haben? Eine Möglichkeit ist, dass wir das über das Kornausbruchsverhalten haben. Wir sehen hier einen Querschnitt von den Bruchflächen. Ich hatte eben die Probekörper einmal vorgestellt. Und wir sehen, das ist ein Graubild. Helle Bereiche sind ausgebrochene Körner. Der graue, mittlere Bereich ist einfach die Bindung. Und der dunkle Bereich ist ein Korn. Wenn jetzt ein dunkler Bereich ist, dann wissen wir, da liegt ein Korn vor und der Rest ist halt Bindung bzw. ist kein Korn da. Nehmen wir jetzt genau die gegenüberliegende Fläche und legen die aufeinander, dann können wir halt sehen, an welchen Stellen ist halt jetzt ein Korn. Das ist dort, wo die gleiche Farbe ist, wie vorher auch ein Korn war. Und wenn es sehr dunkle Bereiche gibt, wo quasi zwei Körner aufeinander liegen, dann können wir davon ausgehen, dass dort ein gebrochener Diamant ist, der also an beiden Seiten der Bindung noch vorhanden ist. Und wenn wir das jetzt über Schwellenwerte dann entsprechend auswerten, dann können wir da sagen, schwarz ist Bindung, gelb ist ein einfaches Korn, was noch vorhanden ist, aber an roten Stellen ist der Diamantkorn an beiden Seiten vorhanden und damit gebrochen. Und das Verhältnis von gebrochenen Körnern zu eben Diamanten, wo die Bruchfläche an der Bindung entlang läuft, ist für uns eine Kenngröße dafür, wie gut ein Diamant mit der Bindung verbunden ist. Das Ganze hier jetzt auch mal in Einsatz gebracht. Wir nehmen also einen solchen fertigen Schleifbelag, indem wir jetzt zum Beispiel die Anbindung modifiziert haben, machen daraus eine kleine Pyramide, sodass ein einzelnes Korn vorne an der Spitze sitzt, setzen das auf unsere Schleifmaschine ein und ritzen damit dann in einem Quervorschub über ein Hartmetallwerkstück. Man soll das hier unten links, kann man das grob erkennen. Dadurch, dass wir das Hartmetallwerkstück etwas schräg gestellt haben, ist der Eingriff immer größer und immer größer. Man sieht das im unteren Bereich. Dadurch ist auch die Tiefe des Ritzes immer tiefer und immer tiefer. Irgendwann ist das Ganze dann natürlich auch zu Ende, weil der Eingriff dann zu hoch ist. Aber gerade der maximale Eingriff unterscheidet sich eben, wie stark oder wie gut ist der Korn mit der Bindung angebunden. Ergebnisse dazu jetzt hier mal dargestellt. Wir sehen also jetzt dieses einzelne Korn, was wir eben freigestellt haben, nach dem Einsatz in der Bindung. Und wir sehen jetzt oben links zum Beispiel auf dem Korn die Adhäsion. Das heißt, wir sehen, das Korn war im Eingriff und der Werkstoff, den wir bearbeitet haben, der liegt noch zum Rest auf dem Diamant vor. Und das Diamant hat sich aber aufgrund der Belastungen eben etwas in der Bindung bewegt und eben hat etwas Freiraum geschaffen. Wir sehen aber auch im Detail B, dass Risse entstanden sind, was eher dazu, was ein Zeichen dafür ist, dass die Bindung überlastet worden ist. Und wir sehen im Detail A, dass es eben im plastisch verformten Bereich gibt, in dem die Kraft so groß war, dass sich eben das Ganze freigedreht hat.
Genau. Eine andere Möglichkeit, um herauszufinden, wie gut ist eigentlich so ein Diamant mit der Bindung angebunden, ist das Ganze über ein Ausdrucken zu machen. Dazu nehmen wir unsere klassische Form, die wir schon kennen, machen dort eine kleine Vertiefung, wo wir Diamantkörner einbringen können, geben dann Pulver drauf und sind dann das Ganze als festes Pellet, sodass dann auf diesem Pellet vorne der Diamant übersteht. Mit einem Hartmetall-Schermeißel drücken wir dann gegen das Korn so lange, bis das es ausbricht. Ergebnisse dazu sind, dass bei sehr duktiler Bindung eben das Korn einfach rausgedrückt wird und die Bindung nachgibt. Und das geht dann so lange, bis das einfach nur das Korn bricht, während die Bindung und das Korn noch am Ort verbleibt. Und wir sehen jetzt hier an dem Diagramm, dass das zum Beispiel in Abhängigkeit von dem Chromgehalt ist, den wir der Bindung zugeben. Das heißt, das, was ich ganz am Anfang gezeigt habe, dass Chromkarbid entsteht und damit die Anbindung von Diamant zur Bindung eben auch wirklich entsteht, können wir dann durch diesen Versuch auch nachweisen, indem wir auch dann darstellen, wie das Korn verschleißen würde im Einsatz. Ja. Eine andere Möglichkeit ist, die Konzentration in der Bindung zu variieren. In diesem Fall wollten wir eine gewisse Konzentration einstellen, um mal zu schauen, wie knallhart können wir eigentlich diese Grenzen zwischen den einzelnen Schichten aufbauen. Und wir sehen jetzt hier in den schwarzen Linien die Sollkonzentration, bei denen, die wir einstellen wollten, und dann die Ist-Konzentration, die entsprechend eingestellt werden können. Aber neben dem Soll- und Ist-Vergleich hat die Kornkonzentration eben auch nochmal einen Einfluss auf das Einsatzverhalten bzw. auch auf die Bindung und entsprechend die Eigenschaften. Darauf möchte ich jetzt einmal eingehen, und zwar mit der Perkulationsgrenze. Wir sehen jetzt hier unten die Kornkonzentration aufgetragen und dann auf der linken Seite oder auf der Y-Achse die Biegebruchspannung. Das heißt, je mehr Diamantkörner, je mehr Konzentration von diesen Diamantkörnern in der Bindung vorliegt, desto geringer ist die Biegebruchspannung. Die beiden Kurven zeigen eigentlich nur den Unterschied zwischen vorgemischt und vorligiertem Pulver. Das heißt, auch da ist wieder ein Unterschied. Nichtsdestotrotz möchte ich hier mal zeigen, dass wir auf dieser Weise die sogenannte Perkulationsgrenze nutzen können. Dazu sagen wir, dass der Diamant, wenn er nicht in der Bindung mit der Bindung angebunden ist, einfach eine Störstelle darbietet. Und je mehr von diesen Störstellen da sind, desto weniger kann die Bindung im Endeffekt aushalten. Es gibt aber eine Grenze, und zwar, wenn so viele Körner da sind, dass sich quasi eine durchgehende Störstelle entsteht, sodass es gar nicht erst zum Halt kommt. Das nennen wir dann die Perkulationsgrenze. Und als Untersuchungsergebnis konnten wir das Ganze jetzt auf den Radialverschleiß im Einsatz zurückführen. Das heißt, steigt die Kornkonzentration, dann nimmt der Radialverschleiß ab. Das liegt aber daran, dass wir insgesamt mehr Diamanten haben, die am Schleifen beteiligt sind. Die Einzelkornspannungsdicke sinkt und die Belastung für jedes Korn eben auch. Das Ganze geht aber nur bis zu einer bestimmten Grenze, weil dann eben die Festigkeit der Bindung zu gering ist und dann der Verschleiß eben durch die zu hohe Belastung und damit entsprechend die Festigkeit der Bindung wieder annimmt, ansteigt. So, auf die Poren gehe ich nur ganz kurz ein. Die sind gerade metallisch gebunden eher unerwünscht und wir können sie entweder qualitativ beurteilen, das heißt, man schaut sich direkt an, wie sind die Poren aufgebaut und in welcher Größe kommen sie vor, oder halt eben auf der rechten Seite dargestellt den Unterschied zwischen einer offenen Porosität, das heißt, Poren sind miteinander verbunden und haben dadurch bessere Eigenschaften, um den Kühlschmierstoff in den Prozess zu leiten, oder eben die geschlossenen Poren, die das Ganze eben nicht haben. Als letzten Schritt für die Schleifwerkzeugherstellung, habe ich gesagt, ist für uns die Konditionierung, das heißt Profilieren und Schärfen. Und gerade da ist es relevant, wie viele Körner stehen eigentlich vor, also wie scharf ist die Scheibe. Und das Ganze machen wir mit Oberflächentopografieaufnahmen, das heißt ein optisches Verfahren, das die Oberfläche von den Schleifscheiben aufnimmt. Das passiert auch dann im dreidimensionalen Bereich. Und wir daraus eben die sogenannte Abbott-Kurve leiten und dann die Kenngrößen, die da rauskommen. Das heißt, wir haben also die Möglichkeit zu sagen, nach dem Profilieren ist die Scheibe wahrscheinlich sehr glatt, nach dem Schärfen bekommen wir sehr scharf und über das Einsatzverhalten sehen wir, wie die Scheibe nach und nach stumpf wird, das heißt, die Spitzen dann eben geringer werden oder sich eben zusetzt, das heißt, die Täler werden weniger. Ja, das nochmal jetzt bitte als Überblick, was ich
Ihnen gerade alles gezeigt habe. Wir fangen an mit der mechanischen Charakterisierung, Biegespruch, Spannung und Härte. Das ist das große Ding, was wir machen wollen. Und dann haben wir dieses Einsetzen schon mit dem Einzelkornritzel und Schärfversuche, wo wir speziell auf die Anbindung zwischen Diamant und Bindung schauen. Wir haben die Metallographie, die uns was über die Phase in der Bindung aussagt, und auch die Kornanalyse. Wir haben die Pulvercharakterisierung, wo wir auch die Korngröße, Kornform, Schüttdichte der Pulver untersuchen. Wir haben dann Kornverteilung, die wir messen, jetzt auch mit optischen Verfahren und entsprechenden Kennwerten, um zu sagen, okay, wie gut ist eigentlich eine Mischung gemischt? Und dann mit der Röntgendiffraktometrie haben wir nicht nur die Möglichkeit, Phasen darzustellen, sondern auch Eigenspannungen im Belag nachzuweisen. Und mit der Topographie dann eben auch nochmal am Ende zu schauen, gibt es ein einsatzfähiges und scharfes Werkzeug. Genau. Wir nutzen dieses ganze Wissen, um halt auch mit der Industrie in Kontakt zu sein. Das heißt, es ist nicht einfach nur Forschung für uns, sondern wir suchen auch dann wirklich die Anwender zu finden. Wir sind jetzt im Industrieforum Schleifwerkzeugherstellern, wo wir da in regelmäßigen Abständen mit Schleifwerkzeugherstellern eben in Kontakt sind und dann über Forschungsprojekte das Ganze weiterentwickeln. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich jetzt auf interessante Fragen. Sensationell. Erstmal großen Applaus genau aus der Ecke. Thomas, herzlichen Dank. Upsa, ja. Ich komme mal auf die Seite hier. Ja. Thomas, sehr, sehr spannender Vortrag. Jetzt seid ihr ja schon relativ weit. Ja. Eine Frage hätte ich tatsächlich, bevor ich in die Runde nochmal schaue. Was wäre denn, also du hast angefangen mit dem Verhältnis Nickel-Kupfer, wenn ich mich richtig entsinne, ja? Und dann bist du über die verschiedenen Elemente, die ihr untersucht habt. Könnt ihr heute sagen, was die optimale Zusammensetzung all dieser Faktoren ist? Seid ihr da schon? Nee, weil, sorry, ich noch eine Nebenfrage. Bitte. Ihr habt das ja wahnsinnig gut dargestellt. Ja. Du hast jeden einzelnen Faktor untersucht, auch mit der Scherbewegung tatsächlich, bricht das Korn aus oder hält die Verbindung. Mhm. Aber gibt es so aus allen ein Komposé an perfekten Faktoren? Ja, also ich habe im Endeffekt nur ein paar Ergebnisse dargestellt, um die Analysemethoden vorzustellen. Also es ist so kein gesamtes Forschungsprojekt. Was wir aber über die Reise festgestellt haben, wo wir solche Sachen eben anwenden, dass es das eine Perfekte nicht gibt. Es ist sehr stark abhängig von dem Einsatz, ja? Und zwar von den Materialien, die wir auch bearbeiten. Es gibt Materialien, die sind sehr, sehr abrasiv. Das heißt, sie sind insgesamt sehr hart und greifen sehr aggressiv die Schleifscheibe an. Und es gibt Werkstoffe, die sind sehr duktil. Das heißt, der Span entsteht ganz anders. Und wichtig ist einfach zu wissen, was brauche ich? Also wie sieht mein Prozess aus oder mein optimaler Prozess dann für diesen einen Prozess? Und wie müssen dann die Eigenschaften sein? Und mit diesen Analysemethoden kann ich dann prüfen, habe ich diese Eigenschaften erreicht. Heißt also, nehmen wir an, du hast ja gesagt, ihr sucht Industriepartner tatsächlich, die mit euch da reinschauen. Jetzt käme jemand aus der Industrie zu euch, der sagt, pass auf, das ist die Anwendung, die ich vorhabe. Ich kann mir eine gesinterte Scheibe vorstellen. Lass uns doch mal untersuchen, wie müsste diese Scheibe beschaffen sein, damit ich meine Anwendung damit ideal mache. Wäre das so ungefähr die Vorgehensweise? Oder? Ja, genau. Das ist eine mögliche Vorgehensweise, weil wir am Institut eben nicht nur Werkzeug herstellen, sondern eben auch einen großen Maschinenpark haben, wo wir solche Werkzeuge noch anwenden können. Wer sind denn, gibt es Business- oder Industriepartner? Also du hast ein paar gezeigt. Und kannst du vielleicht ein bisschen über die Anwendungen sprechen, die da laufen, also dass wir so die Verbindung zwischen eurer Forschung und vielleicht schon aktuellen Anwendungen herstellen können? Ja, ich mache gerne ein Beispiel auch aus einem Forschungsprojekt, was jetzt gelaufen ist, wo wir genau das genutzt haben, und zwar beim Herstellen von Fräswerkzeugen, ja, Schaftfräswerkzeugen. Man schleift dort in diesen Zylinder rein und hat dann verschiedene Eingriffsbedingungen, ja, und dadurch verschleißt die Scheibe unterschiedlich. Ja. Das bedeutet, ich habe höhere Abbrüchzeiten und öfters Abbrüchzeiten, wir haben es ja eben gesehen, was das bedeuten kann. Und durch die Entwicklung von einer Gradierung in der Kornkonzentration bis zu einem gewissen Grad, was wir gesehen haben, was möglich ist, konnten wir diesen Verschleiß angleichen und damit eben die Abbrichzeiten oder die Nebenzeiten insgesamt dann reduzieren. Hast du zufällig Contour Profile gesehen? Tatsächlich ist es etwas, was wo ihr hilfreich wäret mit eurer Forschung tatsächlich? Das haben wir nichts. Also, okay. Wir haben so auch eine metallbasierte Scheibe tatsächlich. Fand ich ganz spannend. Okay, vergessen wir das. Andere Frage hätte ich noch.
wenn jetzt, ihr macht ja immer weiter in eurer Forschung, du hast diese verschiedenen Komponenten untersucht und ihr könnt ja praktisch sagen, okay, ich habe das Set, den Prozess, den ich machen will, ich habe die Anwendung und dann schaue ich im Endeffekt, wie müssen die perfekten Parameter sein. Könnte ein Forschungsergebnis irgendwann sein, dass ich so eine Art, nicht verstehen, Konfigurator habe für meine Scheibe? Ja. Wie sieht die optimale Zusammensetzung aus? Ich habe die Anwendung, ich gebe meine Parameter ein und eure Anwendung sagt dann nachher, pass auf, so müsste die Scheibe sein. Ist das etwas, was angedacht ist? Also als Vision kann ich mir das gut vorstellen, dass das irgendwann kommen kann. Dafür ist aber noch einiges an Forschung übrig. Also auch auf Anwenderseite muss ja ganz klar sein, welche Informationen brauche ich eigentlich. Wir wollen uns tatsächlich so darauf konzentrieren, dass wir sagen, wir kommen von der Seite der Hersteller und gucken auf die Eigenschaften. Und ihr kommt von der Seite der Anwender und guckt auf die Eigenschaften. Und das ist der Konsens, den wir treffen, die Schleifbelagseigenschaften. Und da können wir dann uns finden und dann zukünftig eben deutlich schneller prototypen. Stark, mega. Thomas, ich habe keine weiteren Fragen mehr. Ihr kennt euch super in dem Thema aus. Deswegen tausend Dank, Thomas, dass du da warst. Gerne. Mega spannendes Thema, ganz toll präsentiert, hat mich sehr gefreut. Ja, liebe Zuschauer, vielen Dank. Thomas Geschwind, nochmal großen Applaus. Virtuell hier auch von meiner Seite. Thomas, viel Erfolg noch auf der Messe. Toi, toi, toi bei eurem Projekt. Wir sehen uns hier. Alles klar. Tausend Dank dir. Ciao. Wo auch immer du gehen möchtest. Hier unten. So, liebe Zuschauer, das war unsere Morgenrunde. Bleiben Sie bitte dran, weil um 13.30 Uhr geht es weiter mit einem, wie ich finde, sehr, sehr spannenden Thema. Denn ganz am Anfang um 13.30 Uhr unterhalten wir uns darüber, was denn Elektromobilität mit dem Thema Schleifen zu tun hat. Und ich kann nur so viel sagen, es lohnt sich, dabei zu sein. Wir sehen uns um 13.30 Uhr. Ihnen eine wunderschöne Mittagspause. Bis gleich.